Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Ich hoffe euch geht's gut und heute mal ein kleines Update nach 2 Wochen. Er funktioniert immer noch, Leute. Solo Fahrzeuge mergen können. Nein, ihr könnt jetzt nicht diese Tuning-Teile auf dieses Fahrzeug tun. Leider noch nicht. Ich denke, vielleicht gibt's Armen. Es gibt schon eine Möglichkeit, aber dafür braucht ihr 2 PS4 und das ist, glaube ich, nicht das, was ihr wollt. Und deswegen würde es mich umso mehr freuen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommt alle auf meinen Discord-Server. Dankeschön für die Unterstützung. Ich weiß, der Glitch ist nicht das Beste, aber er existiert und er ist gar nicht so schwer. Das Problem ist einfach, was viele von euch auch haben, diese Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge werden wahrscheinlich unterschiedlich geliefert. Ich habe das nach 10 Minuten bekommen und das erst nach 5 Stunden ungefähr oder nach 3 Stunden, keine Ahnung. Es ist nervig. Dieses Fahrzeug habe ich jetzt 3 Mal hintereinander bekommen. Ihr seht ja, hier ist auch noch ein Fahrzeug vom letzten Video. Ja, es ist zum Kotzen, oder? Es ist einfach zum Kotzen, aber egal, scheiß drauf. Gut, für den Glitch. Wie gesagt, braucht ihr natürlich eine Autowerkstatt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann diese Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge bekommt ihr am besten, wenn ihr aufs Internet geht. Dann geht ihr auf Macebank. Kauft euch hier so einen Schraubenzieher oder das Teil hier. Ich weiß, ich sag mal Schraubenzieher, aber ist, glaube ich, kein Schraubenzieher. Ist auch egal. Und zwar kauft euch hier die Extras. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann bekommt ihr sicher Fahrzeuge geliefert. Welche Fahrzeuge, das könnt ihr leider nicht bestimmen. Wie gesagt, ich habe das Fahrzeug 3 Mal hintereinander bekommen. Gut, also, dann tut ihr Fahrzeuge rein, was ihr ja löschen könnt. Also zum Beispiel wie ich jetzt, wie hier, 2 Allergies. Und dann Spenderfahrzeuge. Ja? Ich nehme heute mal dieses Fahrzeug und ein ja, F1-Automat, so F1-Räder. Lasst uns einfach mal anfangen. Wie gesagt, das nächste, was wir brauchen, ist natürlich ein Nachtclub. Ich erkläre euch alles für Stück für Stück. Wie immer, denkt dran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und kommt alle auf meinen Discord-Server. Dankeschön für den Support. Habt ihr das nicht gerade erwähnt schon? Egal. Dann seid ihr bei dem Nachtclub jetzt angekommen. Es ist sehr, sehr wichtig. Ihr müsst bitte die B2 und die B4 besitzen, also die Tiefgaragen. Sonst funktioniert das nicht. Macht bei beiden Tiefgaragen voll mit Autos voll, also komplett alles voll mit Allergies oder eure eigenen Autos, ist egal, aber bitte keine Straßenfahrzeuge, die funktionieren nicht. Also, vorne links, ja, steht ein Auto, ihr nehmt das jetzt einfach, fährt raus und macht es einfach nur kaputt. So, aussteigen, zack, Mine hinplatzieren oder Haftbombe, egal was. Zack, wir gehen gleich wieder zurück, zack, zerstört, perfekt. Also, reingehen wieder, B2 auswählen. So, habt ihr gerade wie oben links bei mir das Fahrzeug zerstört, perfekt. Geht zurück zu B2, geht jetzt Richtung blaue Markierung. Hier gibt es 2 Möglichkeiten, welche ihr macht, ist egal. Also, fahrt das nach rechts, X, Viereck, B4, X. Hier muss alles voll sein. Geht auf die Nummer 10. Achtung, wenn ihr jetzt X klickt, oder auf die Xbox One, J, keine Ahnung, ist das Spiel eingefroren. Wenn ihr nichts macht, fliegt ihr Richtung Kampagne und geht von der Kampagne wieder in den Online-Modus rein. Wenn ihr sagt, hey, ich mache das so wie du, Mr. HD, dann macht es so, X, X, ich bin gefreezed, Pause, Online, Editor. Es kann hier sein, ihr bekommt jetzt auch einen Fehlercode oder Verbindung fehlgeschlagen. Nicht schlimm, geht dann auch von der Kampagne in den Online-Modus, weil das hier geht einfach 10-mal schneller. Pause, geht auf Online, geht dann ein Spielen. Wie gesagt, was ihr macht, so und so, ist egal. Seid ihr online wieder gespawnt, ich erwähne es nochmal, wie ihr es macht, ist egal, Kampagne oder mit Editor ist Schnuppe. So, mein Spawnpunkt ist hier, ja. Wichtig ist, Spawnpunkt bitte nicht auf Bunker machen, sonst funktioniert der Glitch gar nicht bei euch. Also macht am besten so wie ich und geht jetzt einfach raus und beamt euch oder nehmt ein Straßenfahrzeug, nehmt einen SEO-Helikopter und fliegt Richtung Bunker.
bitte kein persönliches Fazit anfordern. Viele behaupten, es funktioniert, viele behaupten, es nicht funktioniert. Ich mache es lieber nicht. Sicher, sicher, wie ihr möchtet. So, ich habe gerade Scheiße gebaut, ihr habt es gerade gesehen. Wenn nicht, habe ich es rausgeschnitten. Und zwar, wie gesagt, Pausenmenü, ich beam mich gerne rüber. Solo-Methode, einfach die beste Methode. Wenn es bei euch nicht funktioniert, wie gesagt, bitte kein persönliches Fahrzeug anfordern. Holt euch ein SEO-Helikopter-Straßenfahrzeug. So, Viereck, X, PS-Taste, Controller ausschalten für ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Am besten macht euch der TV etwas die Lautstärke an, dann hört ihr einmal die Vögel zwitschern oder die Autos, keine Ahnung, aber was hört ihr im Hintergrund immer. Und seid ihr bei euch im Bunker angekommen. Kleiner Tipp, ihr könnt den Glitch immer noch testen, habt den Glitch überhaupt noch drin. Waffe auswählen und es passiert nichts. Ja? Ihr merkt auch, ihr könnt nicht rennen, ihr könnt nicht springen, dann wisst ihr ganz genau, hey, ich bin immer noch im Glitch drin. Also zum Bunker reingehen, ja, ich erwähne es nochmal, Spawnpunkt bitte nicht auf Bunker machen, macht es ein SEO-Gebäude, egal was anderes, aber kein Bunker auswählen. Nehmt am besten das gleiche, was ich genommen habe. So, geht jetzt wieder raus. Und jetzt beamt euch wieder rüber, ich erwähne es nochmal, kein persönliches Fahrzeug anfordern, ein SEO-Helikopter, ein Straßenfahrzeug oder euer Freund fährt euch rüber. Ja, wo ist mein SEO-Gebäude? Hier, also Viereck, X, PS-Taste halten, Controller ausschalten, ungefähr für 20 bis 30 Sekunden oder länger, wie ihr möchtet. Seid ihr bei euch im SEO-Gebäude angekommen? Geht am besten erstmal Richtung Büro rein, ja, so wie ich gerade, geht wieder zurück zum Aufzug und wählt jetzt eine Firmengarage aus. Wichtig ist, da muss ein Auto drin sein plus eine Tuning-Werkstatt. So, wir schnappen uns natürlich ein Auto, am besten wie immer ein LG, der bringt mir am meisten Glück. Pfeiltasten nach rechts. Und zwar, viele von euch haben hier die Probleme und deswegen viele von euch reinschreiben, er wurde gepatcht, er funktioniert nicht, es ist fake. Hier müsst ihr dranbleiben, Leute. Das Timing hier ist schon ein bisschen nervig. Ich bekomme es ab und zu sofort hin, erstmal einen 5. und 7. Versuch. Aber macht es jetzt auch nicht so 10 Stunden lang. Also Kreis, X, Pause, Pause entfernen, Pfeiltasten nach rechts. Perfekt, es hat gleich super funktioniert, Leute. Wichtig ist, wenn ihr rausfährt, Pause, Pause entfernen und spammt die Pfeiltaste nach rechts so lange, bis ihr dann Tor aufgeht. Ja, das macht dann und dann müsst ihr aufhören. Habt ihr es nicht hinbekommen, fährt jetzt wieder rein und macht das gleiche Timing noch einmal. Ja, wenn nicht, schaut gerne das letzte Video an. Hilft auf jeden Fall für euch. So, nehmt das Auto, fährt jetzt Richtung Autowerkstatt. Seid ihr bei eurer Autowerkstatt angekommen, ist es sehr, sehr wichtig. Denkt dran, ihr braucht diese Fahrzeuge da hinten. Fahrzeuge, was ihr löschen könnt und Spenderfahrzeuge. Dann lasst uns einfach mal anfangen. Ich gehe jetzt hier rein. Pfeiltaste nach rechts. Tue hier was ändern. Gehe wieder raus. Oben links das Menü, bitte nichts machen, in Ruhe lassen. Sehr, sehr wichtig. Also, wir gehen jetzt Richtung Fahrzeug. Drückt ihr Pause, geht auf Online, Job, Job spielen, von Rockstar erstellt, dann Mission. Nehmt einfach eine Mission, Schnuppe. Seid ihr im Job drin, steht unten auf die PS4 zum Beispiel R1, also Online-Bestliste. Auf die Xbox One, J, B, keine Ahnung. Einfach mal R1. Drückt einmal die Pfeiltaste nach rechts oder mehrmals, ihr hört, den ersten Klicken nach Pfeiltaste nach rechts, Klick. Dann wisst ihr ganz genau, ihr habt das Fahrzeug schon im Prinzip gemerged. Also Kreis, Kreis, X. Zack, das Fahrzeug ist schon mal gemerged. Wir machen aber jetzt weiter, holen das nächste Spenderfahrzeug. Das muss ich mir kurz überlegen, nennen wir das Fahrzeug mal. So, einfach einsteigen wieder, Pfeiltaste nach rechts.
hier wieder was ändern. Zum Auto wieder. Stellt euch davor. Pause, Online, Job, Job spielen, von Rockstar erstellt, Mission. Wie gesagt, nehmt einfach eine Mission. R1. Einmal die Pfeiltaste nach rechts. Kreis, Kreis, X. Ich glaube, ich stehe viel zu weit oben. Ne, hat noch funktioniert. Sehr schön. Also, jetzt ist es so, wir haben die Fahrzeuge gemerged. Wenn das Fahrzeug doch nicht euch gefällt, könnt ihr es immer noch ändern. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier in diesen Auto einsteigen und das dann da nochmal drauf machen. Was wir jetzt machen, Fahrzeuge löschen. Ihr steigt hier ein, die Pfeiltaste nach rechts. Macht ihr das jetzt hier, könnt ihr den Glitch nicht mehr von vorne machen. Das heißt, ihr müsst alles von vorne machen, komplett. Also, hier tut ihr auch was ändern. Jetzt passt auf, X, Pfeiltaste nach rechts klicken ganze Zeit. Jetzt seid ihr gefreezed, Pause, Pause entfernen. Jetzt könnt ihr wieder aussteigen. Geht wieder zurück zum Fahrzeug. Steigt ein. Pfeiltaste nach rechts. Wieder was ändern. So, jetzt haben wir das erste Fahrzeug fertig, Leute. Wichtig ist, macht zum Schluss, wenn ihr alle beide Fahrzeuge, wie ich jetzt hier haben, tut bitte zum Schluss ein Fahrzeug nochmal was ändern, ja. Lackierung, Nummerschild, egal was. So, hier das gleiche, wir steigen jetzt hier auch ein. Pfeiltaste nach rechts. Wieder was ändern. Raus. Gehen zum anderen Fahrzeug. So, jetzt kann ich eigentlich einsteigen. Gleiche Prinzip wieder, Pfeiltaste rechts. Was ändern. Ja, das war's auch schon, Leute, ja. Denkt dran, zum Schluss, die Fahrzeuge, was wir da drüben stehen haben, bitte was ändern. Lackierung, Nummerschild, egal was. Nur so wird das Fahrzeug auch gespeichert. Wenn ihr es gemacht habt, geht jetzt hier raus. Ihr seid gefreezed, das heißt, ihr müsst das Spiel komplett neu starten. Am besten das Spiel resetten. Ja, Leute, ich wünsche euch was. Denkt dran, abonnieren, liken. Ich bin jetzt für 2 Tage erstmal weg. Aber am Freitag kommen wieder neue Videos für euch. Haut rein, bis dann, bleibt gesund. Tschüss. Du möchtest in GTA 5 sehr viel Geld haben, mehr als ich, kein Problem. Wähl hier aus, was du möchtest. Zum Beispiel einen Geldbetrag. Alles ausfüllen. Dann auf Warenkorb gehen. Klickt hier oben rechts drauf. Gutscheincode. Schreibt dir Mr. HDF rein. Senden, ne? Dann bekommt ihr hier einen Rabatt. Wird sich lohnen. Link in die Videobeschreibung. Viel Spaß.